Mein Kanton. Ja, wir können Laufe packen, mein Victor. Gott, auch wenn ihr am 24 Stunden. Das Ding ist, ihr hört vielleicht gestern mit im 24 Stunden Stream gemacht. Wer das mit Minecraft schon gefixt, ich würde gerne die 1.21 zocken. Mit so einer Long Challenge mäßig. Also so All Items, All Mobs oder so ein Shit, ne? Ein bisschen was Längeres und das würde ich fast gerne in so 24-Stunden-Stream ein bisschen packen, ne? Dass ich da ein bisschen was reingrinde. Aber ich habe halt kein Plugin dafür. Also ich muss halt warten, bis es dafür für die Version halt ein Plugin gibt, ne? Aber das wäre geil. Ich hab ein paar Sachen eigentlich vorbereitet für den nächsten Stream, aber also da ist irgendwas. Also, das letzte Mal, wie ich gezockt habe, so ein paar Tage danach, habe ich dann ein paar Sachen vorbereitet. Und eigentlich habe ich ein paar Sachen so zusammengesucht, was ich machen will, eigentlich im Stream, bevor ich den Feuerdöll mache. Also, da ist auf jeden Fall irgendwas. Da ist alles. Da die Schlange müsste die eigentlich auch mal besiegen, ne? Oh, das ist nicht so wichtig. Da war irgendwas, da waren irgendwelche Ringe, also die Talismane da. Sind, glaube ich, alles Bosse. Ich glaube, dass ich überall jetzt vor einem Boss stehe, glaube ich. Jo, ja, mach's gut. Irgendwie so. Da stream ich ein bisschen in noch wieder gerne. Weil für die paar Bosse werde ich trotzdem welche brauchen. Alter, ich muss jetzt einmal. Was habe ich denn alles ausgerüstet? Also, ich habe das. Okay, ja. Okay, was kann der? Was kann ich überhaupt? Digga, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Oh mein Gott. Ich hab gerade überlegt, hey, kann ich so ein Sling oder was kann ich noch für Special Sachen? Ich hab keine Ahnung, Digga. Also, ich muss kurz mal klarkommen. Also, ich kann das, ne? Dann kann ich. Ach genau, ich kann das. Das war der Vibe-Ding. Na ja, gut, das war dann eigentlich schon. Das ist. Kann so normal schlagen. So kann ich doppelt schlagen. Okay. Hey, ich muss auch mal klarkommen wieder. Ich meine, das ist jetzt auch wieder ewig her, ne? Oh, Schmiedestein 6. Muss raus! Nein! Ich war eben stand! Naja, scheiße. Naja, der hat halt, ich war eben Angriff, ne? Ich muss einmal, das, was kacke ist bei Damage, ist, wenn er die mit
so eine Schlacke trifft. Erstmal steigt der Blutdruck bis zum Subnimmerleins-Tag. Und du kriegst der Fatroll. Fatroll ist shitty. Piece of shit. Okay. Oh mein Gott. Ja, ich muss jetzt meine Kämmer, Digga. Ich weiß nicht, was ich da kriege. Irgendwas kriege ich da. Ich habe ein paar Sachen, wegen dem Feuerriesen habe ich ein paar Sachen gesucht, ne? Dass ich den ein bisschen leichter besiegen kann. Ein paar Talismänner und so, ne? Oh, der ist ganz schön zack. Okay, er macht drei schwere Hiebe, er macht das jetzt da oben. Das ist so Nahfeuer. Okay, das kenne ich nicht, das ist so Schnürfeuer. Ich fühle mich so schwerfällig irgendwie. Okay, da kann ich nicht reinrühren. Okay, er macht kein drittes Mal, das ist sehr interessant. Aber jetzt macht er drei, ne? Zweite macht er verzögert. Das heißt, ich kann nicht zweimal, das ist kein zweimal schnell, das heißt einmal schnell und einmal weniger langsamer. Ich finde der Hanno krass, weil der wirklich, ich habe ja so ein bisschen Dark Souls 1 und Dark Souls 3 so ein verfolgt, Dark Souls 2, ob es gibt. Oh, ich find's krass, also der hat ja Art Friede in den Arsch gefickt, ne? Ich glaube, der weiß nicht, wie viel Tries braucht, aber wirklich nicht viel, ne? Also der ist wirklich krass. Was ist denn der scheiß Markierungspunkt? Doof. Ja, scheiße. Ja, Hanno ist crazy. Wirklich, das ist wirklich crazy. Pfeife ist auf mein Schwert. Weil das hält eh nicht lang. Die anderen zwei Sachen halten relativ lang, aber der hält überhaupt nicht lang. Tja. Sobald die Ohren Fehler, also. Ich fühle mich so schwerfällig irgendwie, keine Ahnung. Ich fühle mich nicht so zacki zacki, ich fühle mich so richtig schwerfällig. Hab ich schon eine Midroll, oder? Ja, komisch. Ach, stimmt, ich wollte nur eine andere Sache auch noch machen. Ich wollte die meist weiße Maske da holen. Für Blutungsboost. So. Erstmal 24er, Digga. Ah, vielleicht streamen wir halt sogar ein bisschen länger. Kommt drauf an, wie es mit Zart. Gut.
Okay, drittes Mal geht nicht. Boah, der hat mich ganz knapp nur erwischt, den kleiner Mistsau, Digga. Ich fühle mich richtig schwerfällig, also richtig so, als hätte ich eine Fat Roll oder so. Fühle mich richtig komisch, keine Ahnung. Ja, vielleicht liegt es am Boss da. Kann auch, ich kann eh sein, dass es am Boss liegt. Weil sobald er mich irgendwie. Er kann mich richtig. Also er kann irgendwie mich fett rollen auch und so. Fuck. Ach, sei Scheiß ist echt Kacke, Digga. Es gibt jetzt viele Sachen, die kannst du halt nicht wirklich. So Sachen, die er so drauf hat, zum Beispiel, du kannst da rollen, die kann er in der Rollrolle auch wegballern. Was auf jeden Fall mein Macher möchte in die Zukunft, und ich werde ja machen, das wird jetzt haben wir nicht geboostet, ne? Ja, aber so viel bringen die Booster auch nicht. Also das ist so. Drocken in einem Boss anfangen, also da war schon hart, ne? Also wirklich, Digga. Ah, ich habe Boss-Timer früher gehabt, ne? Ja, genau, ich habe einen Boss-Timer gehabt. Warte mal. Das habe ich auch noch alles, das geht noch alles. Ich glaube, bei dem werde ich. Ja, keine Ahnung. Brechen oder so. Mister Kacke. Aber der geht. Kein Vergleich mit dem Linksriesen. Okay, das geht ja wirklich weit, ne? Ja, doch, dass ich hinten sicher bin, aber anscheinend ist es ja erstmal am Boden nah, ne? Aber das war schon sauber. Das war schon cleaner. Das kann man schon mehr los.
Der ist das geil. Er hat mich ausgetimigt, das ist crazy. Boah. Es ist halt fucking heiß, ne? Also es ist richtig heiß, es ist richtig nervig. Der haut halt am Moves drauf. Ich komme rein und stirb sofort. Das ist crazy. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viel Leben. Das habe ich mir damals einmal schon gedacht. Ich habe eigentlich nicht so crazy viel Leben. Vielleicht hätte ich mehr auf Leben gehen müssen. Ich bin bei meinem Balken ist halt wirklich winzig. Verglichen mit Dark Souls 3 oder so. Na, ich habe einen riesigen Lebensbalken gehabt, ne? Dark Souls 3 bin ich eigentlich auch nur auf 30 gegangen, ne? Gibt doch, dass ich da hart auf 30 sehe, aber anscheinend muss ich da vielleicht ein bisschen mehr gehen. Ganz schön schwach. Zumindest noch eine Ewigkeit, wenn man wieder noch eine Ewigkeit wieder auffangen. Ja, das ist halt das Problem, wenn du halt eine lange Pause machst, ne? Ich kann mich erinnern, dass ich halt wieder zum ersten Mal ein bisschen getestet habe, der war nicht, dann habe ich schon zur Hälfte weggeprügelt, glaube ich, ne? Es war schon gut möglich eigentlich, aber irgendwie. Das ist krass. Ey, das ist krass, Alter. Digga, ist da crazy. Der bumst mir weg wie sonst was, Alter. Wenn ich nah bin, fickt er mit seiner Magie. Also, er hat nah und fern. Das ist jetzt sehr schwierig, wo du so die Beste stößt. Irgendwie ganz nah ist scheiße. Wenn er was auf den Boden sprayt, dann bist du gefickt, ne? Aber wenn du hinterher bist. Wobei. Da kannst du es relativ gut ausweichen, wenn du nicht unbedingt an der Wand bist oder so, ne? Schwierig. Na, das ist natürlich geil. Ja, sobald du. Das Problem ist, sobald du getroffen bist, du müsst ja verstehen, wenn du gestunt bist und getroffen bist, der merkt sich halt das auch, dass du da was gedruckt hast. Also es ist nicht so, du weichst aus. Es ist nicht so, dass du dann getroffen wirst und du drückst drauf. Der weicht halt nicht gleich aus, sondern so dann verzögert, ne? Und dann weicht er vor allem verzögert aus. Wobei du eigentlich das dann nicht mehr brauchst, dass es ausweicht, ne? Ist da mein Angreifen und so da. Der merkt sich halt diese Inputs trotzdem noch, ne? Und das ist ein bisschen kacki. Aber ich finde es jetzt gerade, also bei dem finde ich es sehr extrem. Vielleicht war er so viel Stunt. Was?
Okay, wenn er diesen Schlitz macht, was soll er da machen? Nach hinten gehen? Weil die ist so. Die ist recht nah, weil links, rechts, das geht sie da nicht aus. Du musst viel, boah, da musst du halt viel. Für. Ja, was bei ihm so schwierig ist, es ist nicht so, du weißt immer links, rechts aus und musst halt dafür nach hinten ausweichen, nach vorne ausweichen und links, rechts ist wichtig, wo du ausweichst. Das ist bei dem halt so. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ist eigentlich so, nicht einmal so schlecht zum Reinkommen wieder. Weil dann lernst du ein bisschen das Dodgen wieder. Weil der macht viel unterschiedliche Sachen. Mal macht er was langsam, mal macht er was schnell und dann langsam. Es ist sehr schwierig. Also er macht viel verschiedene Sachen. Das ist ein bisschen tricky. Darauf zu reagieren ist halt bescheiden. So, ihr seht vielleicht M. Noch rechts mal. Muss man mal Stream den mal ändern. Das muss ich gleich machen, warte mal. Er macht für da wirklich gut Damage, ne? Also wenn, der könnte die One-Hitten. Offiziell. Also der. Es ist krass, er versteckt sich ja hinter seiner Magie, ne? Also manchmal sehe ich gar nicht, dass er zum Beispiel den Stoß jetzt gerade, habe ich gar nicht gesehen. Dreimal. Ach Mann, jetzt ist es hart, Digga. Digga, schau dir das an, was für ein Wichser!
Digga, das ist ein Bastard, ne? Digga, das ist crazy. Der macht oft diesen Schlitz und dann sticht er nur dazu, Digga. Das ist so ein Wichser, man. Crazy, Digga. Der macht einen Schlitz, wenn es das ausweicht, denkst du, ist okay, safe. Der macht, dann kommt er direkt mit einem Stich dahinter, ja, Alter. Das ist krass. Der ist echt schwach. Der ist for real schwach. Für einen geschafft, der ist töft, so also richtig, ne? Das ist crazy. Dann komm mal her. Das ist echt schwierig. Scheißdreck. Jetzt hat er mich. Schade. Aber ich bin nur noch nach hinten, wollte nur noch hinten und wollte heilen, mich full heilen, Reset. Aber er hat mich heute nicht gelassen. Er lost die Zeit nicht. Das ist krass. Das Ding ist, sobald ein Boss merkt, also sobald du low bist, irgendwie, dann werden sie ein bisschen aggressiver auch. Eigentlich müsstest du das sogar nutzen, ne? Ups. So, Full Buff. Rein in die Olga. Vierer Angriff, ein One-Hit, Digga, das ist crazy. Er hat mich halt direkt aufgespießt, er hat mich direkt getroffen, das war ein Critical Hit. Aber ich tue mir jetzt leicht so. Das Ding ist, ich weiß halt jetzt mittlerweile, dass er. Dass er einfach. Immer wenn er Magie used, entweder davor oder danach hat. Also.
Meistens, wenn er Magie used oder so, musst du aufpassen, weil da greift er wahrscheinlich dann an. Wenn er angreift, dann kann es jetzt sein, dass er halt. Also immer eigentlich mindestens eine 2er-Kette macht. Aber es kann bis zu 4 gehen. Oder sogar 5. Wenn er eine sticht und dann wieder raussticht. Also es könnte bis zu 5 Ketten sein. Ah, ich schaff dann. Easy. Ich brauche ein bisschen, weil es halt längere Zeit her ist, aber der ist easy. Schaffe ich. No problemo. Kann aber sein, dass ich für eine Stunde hängen. Aber ich schaff dann irgendwann mal. Das soll vielleicht sollte. Aber gib mir kurz mal Zeit. Macht es so spät den zweiten Hieb, das ist so krass, ne? Schade, ist auch was für ein Bastard! Ich hab nichts gesehen. Ich hab's einfach nur prädiktet, dass er geschlagen hat. Und direkt danach, das ist so ein Bastard. Das ist so ein Kuhnknecht, Alter. Ah, das war jetzt mein Fehler, das war dumm. Jetzt wissen müssen, dass er direkt dann auch nochmal angreift. Okay, wenn auch der greift direkt da. Das Schwierigste ist halt einfach zu unterscheiden, wie oft er dann angreift. Weil das dauert, hast du so. Das Problem ist, wenn du zu lange wartest, wenn du halt merkst, oh, er greift gar nicht nur an, und dann greifst du an, und dann greift er aber schon wieder an, ne? Das ist jetzt so, du hast nur ein paar Frames Zeit, dass du das halt registrierst ein bisschen, ne? Wenn du es falsch einschätzt, dann bist du gefickt, ne? Kannst du seine Endcombo ist ein bisschen ganz kacke. Wenn du beim zweiten Hieb getroffen wirst, dann geht's ja nur. Aber. Wenn du dann am Ende nur getroffen wirst, also so, da ist ein Reinspießer, wenn der richtig reinhittet oder das rausziehen, das macht übelsten Damage, bist weg. Oh, ich hab's überlebt! Okay, das ist krass. Dass das macht 900 Schaden oder so, 950. Also, kurz mal ein. Ja, bisschen zu früh. Oh, nicht eine. Ah, es ist so schwer, davon wegzukommen. Wenn du direkt vorher bist und du gestunt bist, Digga, bist du so darauf. Weg. Bist aber weg. Jetzt weiß ich, warum ich so lange kein Elden Ring mehr gezockt habe. Das ist fucking anstrengend. Jetzt am Wochenende geht's, aber so unter der Woche ist es schon ermüdend. Wenn du schon nach der Arbeit heute so müde bist und dann direkt ist da nur, das ist halt ein bisschen. Bei Dark Souls 3 habe ich immerhin einen Vorteil gehabt, da habe ich die Bosse kennt, ne? Da habe ich gewisses Vorwissen gehabt.
Aber hier weiß ich gar nichts. Das ist das erste Mal das Lernen, ne? Boah, da hab ich Glück gehabt. Ich denke, da hab ich richtig Glück gehabt. Natürlich. Ey, kann mich schon Zeit lassen eigentlich. Ja, okay, außer der macht dann so einen Scheiß, dann habe ich ein Problem, ne? Nein! Hab mir beim Rausziehen nur gefickt, Alter. Ich scheiß mir an. Ich habe was bei der Hüfte kämen. Also ich bin maxed out, ne? Fast, oder? Bin ich maxed out? Ja, mein Dings ist maxed out, aber mein. Ja, okay, mein Uchi-Katana könnte noch gehen. Und Level, vom Level her jetzt ging es noch, aber. Das ist eigentlich schon. Ich bin schon eigentlich. Endgame-Ding. Also ich bin mehr so. Bin schon eher. Also von den Waffen her geht es fast nicht mehr mehr. Also Uchikatana geht noch ein bisschen mehr, aber sonst. Ja, okay, und man könnte nur Level halt mehr, ne? Ja, okay. Stimmt schon. Ja, Blutungsresistenz, glaube ich, ne? Habt ihr die Ketten gerade gesehen? Angriffen, 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 Magie gemacht, angriffen, angriffen, angriffen. Der hat, glaube ich, 6, 7 Mal angegriffen, Digga. Der hat gar nicht mehr aufgehört. Weil eigentlich haben Bosse oder Gegner eigentlich auch eine Ausdauer, ne? Also so vom Ding her. Dass der hat seine ganze Ausdauer auch verpustet. Weil das ist wenigstens das Coole an Dark Souls oder halt eigentlich in die Souls-like. So wie du drauf bist, können halt auch die Gegner halt auch drauf sein. Also das heißt, die haben halt auch einen gewissen Ausdauerbalken. Das heißt, dass die halt auch nicht unendlich oft angreifen können, weil irgendwann mal die Ausdauer flöten geht, ne? Das ist ja bei der Blutung ja genauso, ne? Nur ist bei dem, ich glaube, dass der so eine hohe Blutungsresistenz hat, dass ich da wahrscheinlich kein einziges Mal mit der Blutung da eine knallen kann. Also ich spüre mal ein bisschen Mainly dann jetzt einmal. Spüren wir mal. Vielleicht tue ich mir leichter mit dem. Trifft, musst du schauen, ne? Bei der die Wurfmod natürlich mehr Blutung. Die 94. Und mit dem Dings-Move, Special-Move, gehe ich nur mehr Blutung. Aber ich war, bin jetzt glaube ich schon gut mit dem gefahren. Ich glaube, das bleibt bleibt dabei nur bei dem. Drang sollte ich vielleicht immer, also wirklich immer dringen.
Ja, das auszuweichen ist wirklich schwierig, ne? Bin tatsächlich so, wenn du den Boden legst und dann rollst weg, kommst du aber nicht so weit, ne? Also du rollst zwar auch, aber ich bin quasi in seinen Angriff reingerollt, tatsächlich. Ich hätte nach rechts rollen müssen. Das ist das, was ich gemeint habe mit, es ist wichtig, wohin du dich rollst. Aber erkenne es einmal vor ein paar Millisekunden, weißt du, was ich meine? Also ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, um das zu erkennen, ne? Also. Es bonk, Alter. Ja, die Elden Ring zocken in der Hitze ist halt aber auch kritisch, ne? Das ist ja halt da wirklich eine geile fucking Scheißzeit, ne? Aber halt so ist auf Nacht wenigstens regnen, natürlich. Ist geil. Also die Attacke hat hohe Blutung, ne? Deswegen setze ich es gerade die ganze Zeit ein. Ich hoffe, dass der eigentlich blutet, aber ich glaube, das wird nichts. Nein, ich hab halt aber Blut. Ich glaube, dass mein Bild scheiße ist gegen den, ne? Sorry. Ich hab halt eher ein auf blutungsorientiertes Bild und ich glaube, dass der eine Blutungs. Ich sehe mal auch schon. Ich glaube, dass der Blutungs. Blutungsdings hat. Jetzt aus dem Markt. Wir hatten ja das. Wir gehen kurz rein, um zu schauen, wie das heißt. Weil die Attacke ist wirklich stark. Tatsächlich. Wer ist da? Morgt.
Was heißt das? Stronger versus Fire. Immune to all status. Ja, okay, der kann keine Blutung kriegen. Der kann tatsächlich keine Blutung kriegen. Der ist immun gegen alle Statuseffekte. Das ist crazy. Okay, er stark gegen Feuer. Ja, okay. Also mein Bloodsword ist tatsächlich Feuer. Actually sogar. Ja, der ist wieder ein bisschen. Der lockt. Okay, der krittelt ein bisschen mal. Ja. Der hebt ein bisschen meine Dings aus. Ja, also, ja. Bisschen gacki. Er ist stark gegen Fire. Und also der hebelt mein ganzes Bild aus, ne? Und da kann kein Blutungsschaden kriegen. Das ist scheiße. Aber egal, hilft er nicht, ne? Wo ist jetzt mein Timer? Ja. Gut. Ich könnte vielleicht ein bisschen leveln, aber. Also, ich habe eine Bossseele, glaube ich. Dupliziert einmal. Okay, das war dumm. Das war actually dumm. Aber lass mich kurz mal drängen, okay, Bro? Hat es getroffen, Amme? Oh oh. Oh, das war close. Oh, das war fucking close. Muss kurz mal was trinken, Boss. Aber mir stören auch die Bänke ein bisschen. Ach, der hat so scheiß Attacken, Digga. Dieses ganz lange draufhauen und dieser scheiß Stich, das ist so kacke. Das sind die zwei schlimmsten Attacken. Diesen Stich, der geht so schnell, da musst du mal drauf reagieren, ne? Und dieser lange, der dauert ja so ewig, das zöfte durch. Und da geht so weit. Hallo? Ich habe einen kurzen Turm verloren. Ey, was verliere ich den Ton die ganze Zeit? Makula, na, ich hab ihn gerade aufgelohnt. Ist es im Stream auch oder nur ist es nur bei mir? Drei Schweizer einschätzen. Ganz kurze
Soundverluste. Ah, okay. Jetzt sind wir ein bisschen Grafik aber dran. Ich schwitze so extrem, das ist so krass, ne? Gib sogar Raytracing aus. Okay, das ist krass. Oh! Komm, pfeif drauf. Das war bei letzten, das war Forza ein bisschen das ist problematisch. Weil jetzt fängt sie wirklich auch richtig zum Hitzen. Freue mich schon, wenn ihr ein nice Gehäuse habt. Weil mein nächstes Gehäuse. Aber es kommt erst, wenn die 5000er draußen ist. Soll ja wieder doppelt so groß sein, wie das, was ich jetzt habe. Also zumindest doppelt so hoch. Von der Breite her ist es recht gleich. Wobei, okay, vielleicht unten, oder? Nein, ich weiß nicht. Es wird auf jeden Fall ein Maxi Tower, also so groß wie es geht, ne? Weil ich möchte die Grafikkarten nur weiter auseinanderbringen, damit die Hitze sich besser verteilen kann. Weil das Ding ist, dass der CPU und der CPU und die Grafikkarten blicken so aufeinander, dass die Hitze halt gegenseitig halt abgeben, ne? Das heißt, ja, wie oft denn nur, Digga? Ja, das war's. Das ist krass, ich hab da heute denn schon mal über die Hälfte abgezogen. Na, kein Endboss, Digga. Schwerer Endboss als in Dark Souls 3. Was im Actual ist, gell? Na, okay, das war dumm. Ja, vielleicht liegt es an die USB-Ports. Das nächste, was auch geil ist, mit einem krasseren Gehäuse, dadurch, dass ich